Hallo und willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Wir müssen noch zwei Tage Zeit überbrücken, bevor wir, glaube ich, wieder neues Phlogiston machen können und dann unseren Lava-Würfel das zweite Mal herstellen, um endlich die Meteorfähigkeit zu bekommen. In der Zwischenzeit möchte ich dann einfach mal eben was herstellen, was wir vielleicht später noch brauchen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist der totale Crap, wir werden sehen. Genau, Windmühlenpark brauchen wir nicht. Das heißt, wir brauchen auf dieser Liste nur noch das Gem. Oh, wir sehen hier, abrasiv haben wir nur noch eins. Entschuldigung, meine Stimme ist heute etwas belegt. Oh, nur noch zweimal Ambersol. Das ist schlecht. Ich glaube aber, wir können es nachkaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich gehe sicherheitshalber nochmal eben nachgucken. Nicht, dass ich unser letztes Ambersol hier einfach verbrate. Können wir nachkaufen? Ich habe jetzt kein Geld, in zwei Tagen schon. So, wir waren bei dem Kristall hier, irgendwie so ein Gem, genau, da, Edelstein. Kein Kristall, sondern ein Edelstein. Speed plus 10 klingt doch ganz gut. 8 PP mehr, wenn man das irgendwo einsetzt, dann noch besser. Und zum Schluss, wir haben noch 13 Punkte. Ich versuche es einfach mal mit diesem Property Enhance. So, dann muss ich gerade noch mal eben nachschauen, ob die Leute hier schon fertig sind. Die Homunkuli. Ein Tag noch, okay. Jetzt müssen wir hier mal wieder nachlegen. Abrasiv haben wir gerade alles verbraucht. Destilliertes Wasser haben wir verbraucht. Sehr schön, es gibt Geld, 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 gib her. ...6.100, das ist mal eine Zahl. Gut, dann können wir mal eben hier Ambersol nachkaufen. Dann können wir nach den Homunkuli gucken. Den Sand, das Holz. Und jetzt brauchen wir dringend Phlogiston. Zwar drei Stück.
これでいいか？わかった。用意。頼む。So, die brauchen wir sofort. Arigato. Oretachi. Ii shigoto o shita. So, jetzt schauen wir nochmal. Unser Lava Cube, den wir schon mal gebaut haben, der war ja super geil. Nicht dieser hier, sondern dieser hier. Und das kostet 10 Tage, so einen nachzubauen. Wenn ich jetzt mal einen mache. Und den beschleunige. Den kann man ganz schlecht beschleunigen, okay. Das heißt, da warten wir mal die 10 Tage dann ab. So lange werden wir eh noch hier sein. Dann was brauchten wir hier noch in den Docks? Weiß ich schon gar nicht mehr. Achso, hier brauchten wir das Holz, genau. Und Holz konnten wir nachkaufen. Wir brauchen einfach nur 10 Eiche. Das heißt, wir haben jetzt 7. Das heißt, ich kaufe mal 5. Dann haben wir danach noch 2. Und Eiche bekamen wir, glaube ich, hier in der Kneipe, oder? So. Do kana, Oni-chan? Kore gurai attara tareru? Was meinst du, Brüderchen? Wird das reichen? Ja, für unsere Zwecke sollte das reichlich sein. Lass uns versuchen und das Ding bauen. Ja, was ich dich noch fragen wollte, kannst du überhaupt so einen Dreadnought designen? Ich will dir jetzt ja nicht in die Parade fahren, aber ich denke, ich weiß es lieber jetzt, als es später zu erfahren. Ja, gut, dass du fragst. Weißt du, ich habe schon immer Luftschiffe bewundert, seitdem ich ein Kind war. Und ich habe mir da schon mal welche zusammengestellt. Ach, du hast dir die Konstruktion ganz alleine beigebracht? Ja, ich dachte, wenn ich einmal weiß, wie man so ein Luftschiff baut, dann würde ich weiterkommen. Und jetzt bin ich froh, dass diese Designs doch mal wieder ans Tageslicht kommen. Logi immer wieder mit seinen Bedenken. Ja, das ist sehr beeindruckend, aber haben wir denn genug Manpower? Die Wartungstruppe ist ja nicht sehr groß. Ja, それが平島班長も乗り気でさ。
こんな一世一代の大挑戦を断れるかって。Ja, aber Heizmann ist auch dafür. Er sagte, wie können wir diese Chance nicht nutzen? Marion-san とも協力して支部長を説得したみたいだし、これなら予算も人でもバッチリだと思うよ。Und dann hat er mit Marion gesprochen und die wollte dann zu Kolland gehen. Also wir müssen uns nicht über Arbeitskraft oder über Budgets den Kopf zerbrechen. So komade yatteru no ka yo. Hontou ni ogoto ni natte kita na. So viel hast du jetzt schon gemacht. Oh, das gerät jetzt langsam außer Kontrolle. Danke, Brüderchen, für dass du bei so einem waghalsigen Projekt mit dabei bist. Ja, stehe gerade. Mada, nani mo hajimete nai da kara. Sore ni, umaku iku ka wakaranai kara ne. Ach, nicht dafür. Wir haben ja noch nichts geleistet bislang. Und wir haben auch keine Garantie, dass es funktionieren wird. So, da na. Ichiban yakkai na bubun no mitoshi ga mattaku tatte inai shi. Yappari, motto shinchou ni susumeta hou ga. Da hat er recht. Wir haben noch nicht alle Kanten glatt gefeilt und wir müssen halt sorgfältig arbeiten. So, da ne. Anzen no tame ni mo chuui shite susumete iku yo. Jiko demo okitara taihen da kara sa. Ja, da stimme ich dir zu. Wir werden sehr sorgfältig mit dem Prozess sein und wir wollen ja auch nicht, dass jemand verletzt wird. Sore ni shitemo, Roji mo zuibun hikousen ni kuwashii da ne. Benkyou shita no kai? Nichtsdestotrotz bin ich sehr beeindruckt von deinem Wissen über Luftschiffe. Hast du die studiert? Shumi de chotto na. Ja, ich war an ihnen interessiert vor einiger Zeit. Sasuga Roji-san desu. Shumi de konna koto made benkyou shichau desu ne. Wow, das ist ja cool, Logi. Du hast das alles nur gelernt, weil du dich dafür interessiertest? Hinagata wa betsu no hatchakujou de tsukutteru kara. Kansei shitara kochi ni utsushite oku yo. Tanoshimi ni shitete kure. Wir bauen jetzt gerade einen Prototypen und bringen ihn vorbei, wenn er soweit ist. Freut euch schon mal drauf. Ja, viel Glück bei der Arbeit, Brüderchen, und wir werden noch viel Material für dich sammeln. Masaka Seibihan ga koko made yaruki ni natteru nante na. Kou naruto imasara chūshi ni shitai nante ienai ka. Ja, jetzt wo die Wartungstruppe auch an diesem Projekt mitarbeitet, wie kann ich dann die Leute davon überzeugen, damit aufzuhören? Ja, Logi hat wohl kein Interesse an diesem Luftschiff. Keine Ahnung, warum. Wir werden es bestimmt noch erfahren. Roji-san, skoshi yoroshii deshou ka? Ah, das ist der Miki. Herr Fisario, vermutlich. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Betsu ni ii kedo, nani ka yoka? Ja klar, wo liegt das Problem? Saikin, minomawari de kawatta koto ga okitari shite imasen ka? Ist dir in den letzten Tagen irgendetwas Seltsames aufgefallen? Kawatta koto? Ja, toku ni nai na. Seltsam? Nicht, dass ich wüsste. Sasai na koto de ii desu. Kini natta koto ga areba nan demo. Irgendwas Normales dann vielleicht? Irgendetwas überhaupt? Irgendetwas Ungewöhnliches? Shiite yuu nara. この前エスカが作ったお菓子が結構うまかったことぐらいかな。
Ja, wenn es dich interessiert, Escher hat neulich ein paar Snacks hergestellt. Die waren noch leckerer als üblich. そういうことではなく。 Nein, das ist nicht das, wonach ich suchte. 回りくどいな。何か言いたいことでもあるならはっきり言ってくれ。 Ja, dann red nicht über den, um den heißen Brei und sag mir, was du möchtest. 近年、中央では錬金術師が関わる事件や権力争いの情報をよく耳にします。 Ich habe von dem Machtkampf gehört zwischen den Alchemisten in der Hauptstadt. 噂くらいなら俺も聞いたことがあるよ。 Ja, von それ diesen で？ Gerüchten habe ich auch gehört. もしやロジーさんは何か権力争いに巻き込まれてこのような辺境に飛ばされたのではと。 Könnte es sein, dass du deshalb hier in dieser Provinz bist, weil es da so einen Machtkampf gab? 俺が？ ないない、考えすぎだ。 Ich? Nein, keineswegs. しかし、ロジーさんは仮にも中央で教育を受けた錬金術師でしょ？ Na, wenn du das sagst, aber du hast doch deine Ausbildung in der Hauptstadt genossen, oder? それがこんな辺境に派遣されるなんて。 普通の役人ならともかく、滅多にないことですよ。 Und nun bist du hier, arbeitest weit weg von zivilisierten Gegenden, an der Front oder im Grenzgebiet, besser gesagt. Das passt alles nicht zusammen. 僕には何かとてつもない陰謀が働いている予感がしています。 Und ich schlussfolgere daraus, dass es da irgendeine Verschwörung gegeben haben muss. 考えすぎだ。人手不足だからどこにだって飛ばされるってだけだよ。 Ach, du hast doch Verfolgungswahn. Der Bereich hier war unterbesetzt und deshalb wurde ich hier gebraucht. Das ist der wahre Grund. なるほど。ロジーさんの知らないところで全てが進行していたのかもしれないんですね。 Ja, vielleicht werden die Fäden aber auch dort gezogen, wo du das gar nicht sehen kannst, Logi. 僕が監査官の権限で調べなければわからないような水面下の争いである可能性も。 Vielleicht brauche ich auch mehr Unterstützung von der Abteilung für interne Angelegenheiten, um da besser nachforschen zu können. おい、ちゃんと話を聞いてくれ。いい加減にしないとさすがに怒るぞ。 Hast du überhaupt ein Wort von dem verstanden, was ich dir gesagt habe? Mach weiter so und du machst mich wirklich sauer. すみません。熱くなりすぎました。少し冷静になります。 Ja, entschuldige mich. Ich bin wohl übers Ziel hinausgeschossen. Vielleicht sollten wir uns beide ein wenig abregen. いいか、ミチェ。俺は志願してここに来たんだ。誰かに命令されたんじゃない。 Hör zu, Miki. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um hierher zu kommen. Es war keine Anweisung von irgendjemandem. それにな、ここでの生活だって割と気に入ってるんだ。今更戻るつもりはないよ。 Und so langsam gewöhne ich mich auch an das Leben hier. So schlecht ist es gar nicht. Und ich habe jetzt nicht geplant, allzu bald zurückzukehren. そうでしたか。失礼しました。少し思い込みが過ぎましたね。 Ja, verstehe. Dann bitte ich nochmal um Entschuldigung. Es sieht echt so aus, als hätte ich da zu viele Sachen hineininterpretiert. あ、分かってくれればいいよ。 Ja, solange du das nur verstehst. では、お詫びと言ってはなんですが、僕も飛行船の建造に微力ながら協力しましょう。 Und als Zeichen meiner Entschuldigung möchte ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir bei dem Bau deines Luftschiffes zu helfen. 飛行船の研究資料を取り寄せてあります。
開発班の計画の監査に使うつもりでしたが、きっと皆さんの参考になるはずですよ。Ich habe einiges an Forschungsmaterial, was ich eigentlich dafür benutzen wollte, um die Forschungsabteilung zu untersuchen. Es könnte ganz nützlich sein. Auch dieser Satz macht einfach keinen Sinn. Er hat Forschungsmaterial, was er dazu nutzen wollte, um die Forschungsabteilung besser inspizieren zu können. Man benutzt kein Forschungsmaterial, um zu inspizieren. Naja, egal. Ja, それは。では、失礼します。飛行船完成するといいですね。Wenn du mich nun bitte entschuldigen würdest, ich hoffe, dass du dein Luftschiff fertigstellen kannst. Oi, chotto matete! Hey, warte mal! Kore wa mendou na koto ni naru kamo na. Ah, das könnte wirklich hässlich werden. Jetzt sind alle dabei auf diesem Luftschiff-Trip, aber Logi wird sicherlich seinen Grund haben, dass er das nicht will, dass diese Ruinen erkundet werden, oder dass er nicht will, dass wir das machen, oder dass das Luftschiff gebaut wird. Vielleicht ist es zu gefährlich, ich weiß es nicht. Ich muss übrigens gerade noch eben bei Solle vorbei. Wir haben ja wieder eine neue Dekade. Oh, Entschuldigung, mein Hals ist wirklich furchtbar heute. Und da gucken wir uns nochmal die Requests an. Wir brauchen ja noch 130 Punkte. 3 Punkte für 100 Kohle. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, nee. Puh. Cup of Life. Nee. Was machen unsere Assignments? Okay, wir müssen dann noch zum Fluss. Lettegras sammeln. Genau. Den Lava Cube mit Meteor herstellen. Das ist das Einzige, was jetzt hier noch fehlt. Versuchen wir es einfach mal. Und ich habe keine Bombe. Wir müssen erst eine Bombe herstellen. So, jetzt unser Lava Cube. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir gelb nach vorne bringen müssen. Oder den roten halt da auf einen anderen Bereich. Was ja sowieso zwangsläufig jetzt passieren wird, wenn wir jetzt gelb nehmen. 20, ja. Schon ein guter Anfang. Jetzt brauchen wir hier noch mehr gelb. Oh, und ich habe natürlich wieder nicht nach den Homunkuli geguckt vorher. Mensch, sag mir das so einer. Die haben jetzt wieder 2 Tage nichts gemacht in dem einen Bereich. Da. Die Milchbohne war ja gesammelt. Und wir haben kein Meteor. Wir haben Falling Stars. Vielleicht ist Falling Stars Meteor. Wir werden es sehen. Ja, machen wir so rum. Ich werde sie eh jetzt nicht einsetzen. Oder?
Vielleicht setzen wir sie erstmal ein, so temporär. Besser als nichts. Ja! Denn Falling Fireball ist gleich Meteor, ist gleich Falling Star, wie man ja weiß.